Auch an, die Aufzeichnung ist gestartet und wir haben heute das Thema Kostenkondensatableiter über die Lebenszeit und Cost of Ownership. Und ich habe gestern auch noch überlegt, Mensch, da wurde in den Nachrichten gesagt, die Energiepreise sind für die Verbraucher um 60% gestiegen. Das ist ja gar nicht so weit, dass wir auch das nur als Privatleute haben, sondern auch unsere ganzen Unternehmen haben daran nur zu leiden. Und man hört ja schon, die Glasindustrie mit dem hohen Energiebedarf ist schwer am Leiden, aber alle anderen auch. Insofern muss man da wirklich ein sehr gutes Augenmerk drauf werfen. Was mache ich denn mit den zukünftigen Energiepreisen und wie genau gucke ich auf meine verbrauchten Energieverbraucher, ob das nun der Kompressor ist oder ob es die Elektrizität ist mit Drehzahlregelung und natürlich auch die Kondensableiter. Das sind ja auch keine solchen Unschuldslämmer. Man kann sehr viel Freude an den Ableitern haben, wenn sie richtig verbaut sind, wenn die Kesselchemie stimmt, haben solche Geräte, gerade der schmutzige Einbau, der thermische Bimetallableiter, der BK, den man überall wieder sieht als Dampfleitungsentwässerung mit einer Lebenszeit von 15 Jahren, hat auch einen Schmutzfänger drin und da geht schon los. Eigentlich müsste ich auch einmal im Jahr den Schmutzfänger reinigen, um seine Lebenszeit zu verlängern, damit er auf diesen Wert kommt. Ich darf mir keine großen Korrosionsprobleme erlauben. Der Speisewässergaser muss gut im Betrieb sein. Die Dampffahne muss leicht überdacht zu sehen sein, damit man weiß, der Sauerstoff ist raus. Die thermischen Ableiter als Membrankondensatableiter haben jetzt nicht so eine lange Lebenszeit, weil sie eben sehr viel dichter an der Siedekurve arbeiten müssen. Vielmehr, sagen wir mal, den Ampelstart schon bei Grün mit Vollgas hinlegen und immer quasi staufrei entwässern, genau an der Kurve. Das ist natürlich ein bisschen Hektik für die Membrane hier oben drin. Aber eine Lebensdauer von 6 Jahren bei einigermaßen Pflege und guter Installation ist auch mit den Membranableitern gewährleistet. Bei den Kugelschwimmerleitern ist es so, dass sie ja genau auf der Siedlinie arbeiten, aber ja eine kontinuierliche Arbeitsweise haben. Sie schwimmen hier schön auf dem Kondensatniveau. Die Rollkugel ist unter Wasser. Das Abschlussorgan dichtet gegen Flüssigkeit ab. Diese drei Ableiter oder auch gerade der Kugelschwimmerableiter, auch gerade bei Schmutz, hat noch nicht mal einen Schmutzfänger serienmäßig drin. Sollte man aber auch einmal im Jahr vielleicht mal reinigen, zumindest die Verschlussschraube mal aufmachen, mal sehen, welche Modder da rauskommt, welche Stoffe im Ableiter sich abgelagert haben. Also einmal jährlich sollte man schon seine Ableiter liebevoll behandeln und damit was tun. Diese drei Typen sind nun die wirklichen, die dampfverlustfrei arbeiten können über ihre Lebensdauer, das auch teilweise tun, manchmal natürlich auch mit Magnetit zu kämpfen haben, denn dort ist nicht so lange. Wenn wir aber weiter mal schauen auf die Ableiter, was sie, ich muss mal eben hier auf Enter drücken, ne, denkst du? Tut sich gar nichts auf meiner Präsentation. Dann gehen wir nochmal auf den Cursor. So. Es gibt natürlich auch Ableitertypen, die anders arbeiten. Der thermodynamische Ableiter ist der weit, weit am meisten verbaute, weil er so schön simpel aufgebaut ist mit seiner Steuerplatte hier oben und nach dem Bernoulli-Prinzip darauf reagiert, strömt etwas sehr schnell unter der Platte oder strömt es langsam. Wenn es langsam strömt, ist der Druckverlust gering. Und die Druckkraft, die oberhalb der Platte ist, kann den Ableiter schließen. Entschuldigung, wenn es langsam strömt, öffnet er, strömt es schnell, verliert sich der Druck unter der Platte etwas und der Ableiter schließt. Das macht ihn einfach sympathisch, dass er simpel aufgebaut ist und auch preislich als Anschaffungskosten mit der preiswerteste Ableiter so von allen ist. Glockenschwimmerableiter wie der Kugelschwimmerableiter kontinuierlich an der Siedekurve arbeitend haben einen Vorteil, dass sie wirklich schmutzfrei noch mit Schmutz unempfindlicher sind, weil Schmutz hier unten ablagern kann. Dafür ist das Abschlussorgan im Dampfraum, muss also gegen Dampf abdichten und er hat eine Steuerbohrung drin, um arbeiten zu können. Das gucken wir uns gleich genauer an. Und Düsenableiter, die auf den Markt kommen, die eben auf einem bestimmten Betriebspunkt ausgelegt sind, dort auch einigermaßen funktionieren. Aber sobald sich die Last ändert, der Druck ändert, haben sie ihre Probleme und große Probleme bei der kleinen Bohrung, die hier drin zu sehen ist, wenn es darum geht, denn es ist schmutzunempfindlich zu sein. Also alles hat Vor- und Nachteile. Fangen wir mal in kurz mit dem Schwimmerkondensatableiter an. Dort ist es so, dass wir also wirklich eine
mechanischen Ableiter haben, der wunderbar funktioniert, aber eins nicht kann. Er kann nicht beim Anfahren entlüften. Und die Hauptaufgabe der Ableiter ist, Kondensat ausschleusen, Dampf zurückhalten und die Entlüftung garantieren. Dafür müssen die Hersteller hier die kleine Bohrung einbauen. Und diese Bohrung sorgt dafür, dass am Anfang eines Beginn eines Operation dort die Luft entweichen kann, die in den oberen Raum geht und dann übers Abflussorgan entweichen kann. Dann ist die Luft weg, Dampf strömt nach, der Dampf hebt die Glocke an, die schließt das Ganze hier oben, irgendwann kommt wieder Kondensat, strömt hier rein und die Glocke fällt durch ihr Gewicht runter, öffnet, schleust Kondensat aus, bis wieder Dampf nachströmt, das Ganze wieder schließt. Also von daher gar nicht ein sinnvolles Prinzip, bis auf die Entlüftung, die eben dort eine gewisse Folge zur Ursache hat. Und diese Folge bedeutet, dass ein Glockenschwimmerableiter einen dauernden Dampfverlust hat. Das erledigt sich so ein bisschen, wenn die Kondensatmenge steigt. Hier unten auf der X-Achse ist die Kondensatmenge dargestellt, auf der Ordinate der Dampfverlust in Kilogramm pro Stunde. Und wir haben noch einen Vergleich gemacht bei 11 Bar, wie beide sich verhalten. Habe ich den als Dampfleitungsentwässerung eingesetzt, dann sind wir ja in diesem Lastbereich hier, irgendwo unter 20 Kilogramm. Und da sieht man deutlich, dass der Dampfverlust schon einen großen Anteil hat, wenn der Membranableiter quasi gegen Null zusteuert und auch sich nicht groß verändert. Und bei das meiste, was hier an Dampfverlust ist, ist die Abstrahlung über das Gehäuse bei der Membrane. Aber es ist schon ein Unterschied da, ob wir mit wenig Kondensat arbeiten, mit viel Kondensat arbeiten. Wenn man viel zu tun bekommt, dann ist man aber fleißig, hat eine gute Lebensdauer und Auslastung, geht den Ableitern, Kondensatableitern genauso. Sind wir im unteren Mengenbereich, hat man den Dampfverlust schon eher vor Augen, die dann was ausmachen. Wir haben uns mal hier bei Gestra auf unserem Prüfstand so einen Glockenschwimmerableiter angeschaut, damit man das auch mal optisch sehen kann, wie er dort was macht. Oh, jetzt kann das live, ach, das Teams live kann keinen Film abspielen. Das ist aber ärgerlich. Oh, das ist doof. Dann kann ich ihn gar nicht zeigen. Das muss ich also am Ende versuchen nachzuholen, dass ich hier aus dem Apparat rausgehe und dann versuche, den Film nochmal zu starten. Das tut mir jetzt leid, denn dort kann man sehr schön sehen, wie das Ganze, durch die Entlüftungsbohrung entweicht. Das ist jetzt gerade schade, dass wir das nicht sehen können. Da habe ich nicht mit gerechnet. Naja, gut, übergeben wir das Ganze, gucken uns die nächste Folie an und sagen, ist der nächste Ableiter, den wir uns anschauen wollen, ist der thermodynamische Ableiter. Wie gesagt, ein Ableiter, der sich auch noch ohne Schmutzfilter gibt, der wird dann noch preiswerter. Dass sie nur das Gehäuse haben, die Platte haben, kaum bewegliche Teile drin. Also auch da arbeitet immer an der Siedelinie, also knapp kurz vor Dampfverlust. Und der ist leider auch da, denn die Arbeitsweise ist ja die, dass durch die Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit hier jetzt das der Dampf durchströmt. Also gerade am Beginn der Siedekurve, dem schon der Spannungsdampf entsteht. Und dieser dafür sorgt, dass eine hohe Strömungsgeschwindigkeit entsteht. Dadurch fällt der Druck hier oben ab und der Dampfdruck oberhalb der Platte kann dann die ganze Platte zum Schließen bringen. Dann muss das Ganze wieder kondensieren, damit dann wieder Kondensat nachströmen kann und wieder austreten kann. Soweit so gut. Viele kennen das auch, dass er gerade beim Anfang das kleine Problem hat, denn der Dampf, der hier oben auf der Platte ist, kondensiert. Das ist garantiert. Ist hier aber Luft drin, kann die Luft nicht kondensieren und wird dann dazu führen, dass der Ableiter sehr träge wird und staut und nicht beginnt richtig. Man kommt dann mit einem Wassereimer oder mit einem Schlauch oder auch mit einem Hammer gegen, damit er sich bewegt. Wir Hersteller müssen aus diesem Grunde unterhalb dieser Platte einen kleinen Defekt einbauen, sodass dann die Luft aus diesem Raum auf jeden Fall auch in diese Kammer kann und damit abströmen kann. Und das heißt, er kriegt von Haus aus schon im nagelneuen Zustand einen kleinen Dampfverlust mit eingebaut, der liegt so bei 0,4, 0,5 Kilogramm pro Stunde. Und dann kommt leider was Negatives für diesen Ableiter, seine Lebensdauer. Denn diese Platte haut immer auf diese geleppten Flächen und muss ja hoch und runter springen. Und dabei wird die Dichtkraft zu der Dampffahne hier oben immer schlechter, denn der Dampf kann natürlich genau wie Luft hier über diese kleine geleppte Fläche entweichen und die wird immer schlechter in ihrer Eigenschaft abzudichten und damit steigen die Dampfverluste über die Zeit immer mehr an. Und wenn wir uns das mal anschauen, bei diesem Ableiter
hier ist die preiswerte Version nochmal zu sehen, ohne Schmutzsieb, dass wir dann das Problem haben, dass diese Ableiter verglichen auf die Betriebsjahre, die er hat, in einen Dampfverlust, in eine Steigung gerät, wo kein thermischer Ableiter mitkommt. Die haben immer, ja, auch über die Sitzfläche natürlich einen ganz kleinen Verschleiß dort und die Dichtigkeit ist nicht mehr ganz so top wie im nagelneuen Zustand. Dort, das können wir uns da nochmal in Zahlen uns anschauen. Wenn der thermodynamische Ableiter eine Grundentlüftungsleistung hat, die liegt irgendwo so bei 5 bis 6 Tonnen pro Jahr Dampfverlust, dass sich das aber rasant steigert, je älter er wird. Und dann wird er richtig teuer. Also da sollte man alle 3-4 Jahre muss man so einen Typ Ableiter schon mal austauschen, um nicht in einen Verlustbereich zu kommen, der dem Geldbeutel richtig wehtut. Und das kann man also auch an solchen Grafiken, die wir hier in unseren Labors an den Dampfverlustprüfständen angeschaut haben oder untersucht haben, auch mal vergleichen. Schauen wir mal jetzt wirklich auf die Lebensdauerkosten solcher Ableiter. Dazu muss man einiges berücksichtigen. Es ist natürlich nicht nur der reine Anschaffungspreis, sondern auch dann, wie viel Wartung muss ich aufwenden an so einem Ableiter oder was passiert damit, welche Gefahren bestehen, wenn er Dampfverluste hat. Gehen wir erstmal davon aus, dass so thermische Ableiter, die liegen so im Augenblick so bei 250, 260 Euro Anschaffungspreis. Der ganz einfache thermodynamische Ableiter ohne Schmutzfänger liegt so bei 100 Euro pro Stück und Glockenschwimmerableiter liegen so bei 300, 280, je nachdem, welche Ausführungen habe ich, Flanschausführungen habe oder hier mit dem Ventilkörper dran, sind sie natürlich schon ein bisschen teurer, wenn die Absperrventile schon gleich mitverbaut werden, Ausblasenventile mit dran sind, Schmutzreinigung schon gleich mitgebaut wird. Aber daraufhin wollen wir mal ein bisschen ausgehen und sagen, was passiert dann, wenn wir diese Anschaffungskosten mal mit vergleichen mit allen anderen? Gehen wir mal davon aus, wir sind in einer Petrochemie-Raffinerie unterwegs, wo es reichlich Ableiter gibt. Dampfkosten liegen eher so bei 20 Euro pro Tonne Dampf. Betriebszeit betrachtet man mal 8.600 Stunden über 5 Jahre weggesehen. Kondensatmenge ist relativ niedrig, weil es eine Dampfleitungsentwässerung ist in den meisten Fällen dort. Und also auch da, was wir vorhin schon gesehen haben, bei wenig Kondensat neigen manche zu mehr Dampfverlusten als die thermischen Ableiter. Hier sehen wir die Anschaffungskosten in dem Bereich. Hier den Dampfverlust über die Jahre, wie der sich entwickelt, sodass wir hier die gesamten Dampfkosten haben, die sich in dem Laufzeit dieser 5 Jahre ergeben. Bei einem Bimetall-Ableiter sind es 11 Tonnen. Bei MK unterscheidet es nicht groß davon, 12 Tonnen. Der thermodynamisch steigert sich gewaltig nach 3 Jahren. Da kommen wir also auf die 200 Tonnen. Der Glockenschwimmableiter über seine 0,8 konstante Entlüftungsdampfverlustleistung liegt dann so bei 34 Tonnen. Schwimmableiter sind dampfdicht. Also da hat man sehr selten Sorgen mit, dass man dort mal Probleme bekommt. Da kann nur der Schmutz oder ein Wasserschlag zu führen, dass hier was drin steht. Deswegen habe ich hier auch erstmal nichts eingetragen. Und wenn wir jetzt eine Addition machen der Anschaffungskosten plus der Dampfkosten dieser Ableiter, sehen wir, dass wir hier eine Entwicklung haben, die liegt so bei 500 Euro in 5 Jahren für diese Ableiter, ihre Betriebskosten und ihre Anschaffungskosten. Der thermodynamische Ableiter steigt wie eine Rakete durch die Decke mit seinen Kosten, bei den Betriebskosten, sie machen den Hauptteil ja hier aus. Glockenschwimmableiter ist moderat, das geht noch, mit ungefähr 970 Euro. Schwimmerableiter, ja, ganz ehrlich ist es natürlich auch nicht, was man hier schreibt als Hersteller, denn das Gehäuse des Ableiters sollte einisoliert sein, damit er keine Abstrahlungsverluste hat. Die hat ein Schwimmableiter halt ein bisschen mehr als die thermischen Ableiter und thermodynamischen. Da kann man also auch, wenn man nicht einisoliert von aussehen, dass die Nennweite 15, 20, 25 irgendwo so bei 0,3 bis 0,5 Kilogramm Abstrahlungsverlusten liegt. Aber den darf ich einisolieren, den gerade nicht. Ach, gerade gestern habe ich hier bei Gestra wieder Ableitung geprüft, weil der Kollege in der Instandhaltung sagte, die Temperatur im Kondensattank steigt so unheimlich an. Ich habe dann auch einen Bimetall-Ableiter gefunden, der dampfundicht war und der jetzt ersetzt wird durch einen Schwimmerkondensatableiter.
und der war einisoliert. Also auch bei uns machen dann die Installationsfirmen die Fehler, da achtet man gar nicht so drauf. Also thermische Ableiter sollen, damit sie nicht staunen oder auch die aktuelle Kondensattemperatur mitbekommen, nicht einisoliert werden, haben also auch ganz geringfügige Abschottungsverluste. Was interessant ist, hier ist mal der Vergleichsfaktor zu dem Bimetallableiter aufgeführt, wie sie die anderen verhalten. Und da sehen wir, Membran und Bimetall unterscheiden sich nicht groß in ihrem Wert. Hier schon, und das ist dann die Amortisationszeit, die sich daraus ergibt in Bezug auf den Bimetall-Kondensatableiter. Das heißt, wenn ich mir einen thermodynamischen Ableiter leiste und damit den Dampfverlust auch leben will, muss ich auch damit sagen, dass ich also innerhalb von einem halben Jahr quasi ist der Bimetall-Ableiter und der Membranableiter schon günstiger, auch der Schwimmerableiter. Quasi, nein, der Schwimmerableiter nicht ganz so, doch über seine Lebensdauerkosten auch schon. Und der Glockenschwimmerableiter, den habe ich in 2,5 Jahren eingeholt, wenn ich mir ein anderes System überlege, was ich verwende zu der Entwässerung meiner Dammsituation. Also das ist auch mal Zahlen, die man sich immer wieder mal vor Augen führen muss, dass es dort Unterschiede gibt und dass nicht nur der Anschaffungspreis entscheidend ist, sondern tatsächlich unsere Betriebskosten, die wir im Laufe der Zeit über die Dampfverluste zu betrachten haben. Und hier habe ich ja noch einen sehr moderaten Dampfpreis eingenommen. Wir haben nachher noch ein Beispiel, wie das aussieht, wenn ich also in einem Kleinbetrieb bin und der aktuelle Dampfpreis für eine Wäscherei, für ein kleines Pharmaunternehmen, für eine Papierfabrik oder Brauerei, das liegt eher heute bei 45 Euro pro Tonne Dampf als 20. 20 kann ich nur für die Großindustrie annehmen, wenn ich eine Kraft-Wärme-Kopplung habe und auch dann quasi Abwärme aus der Turbinenanzapfung verwenden kann. Und dann fahre ich oder sagen wir mal, Prozesse habe, wo ich exotherme Energie habe und aus der Energie wie beim Cracker in der Raffinerie, wo ich eben den Erdöl aufspalten muss unter hoher Wärme und dort die Abwärme des Cracking-Prozesses zur Dampferzeugung nutze, dann kann ich eher hierhin kommen. Sonst liegen wir in dem Normalfall bei eher 45 Euro pro Tonne Dampf in den heutigen Zeiten, wo uns ja auch an der Tankstelle jeden Tag bewusst wird, wie dort die Preise uns quasi weglaufen. Liter Diesel, gestern habe ich getankt, 1,64 Euro, lag auch schon bei 1,70 Euro. Und man träumt nur davon, dass man 98 Cent mal für einen Liter Diesel bezahlt. Aber die Zeiten werden wir nicht wiederkommen, gerade nicht in dieser unruhigen Zeit, was wir gerade erleben. Der Düsenableiter wird immer wieder gerade propagiert und werbemäßig groß beworben, aber das können wir auch sagen, er ist ausgelegt auf einen Betriebspunkt. Wenn ich den Druck und die Kondensatmenge durch diese kleine Bohrung, die ist so ungefähr fast immer zwischen 1 und 1,8 mm groß durchsetze und hier die Entspannung berücksichtige, also ein Venturi-Prinzip reinsetze, dann kann ich damit leben. Aber ich muss dann schon wirklich guten Schmutzfänger haben, damit sich diese Düse nicht zusetzt und der Ableiter blockiert und ich damit meinen ganzen Prozess durcheinander bringe. Also die Bauform ist wirklich sehr simpel aufgebaut. Es wäre auch so schön, wenn das so klappen würde. Wenn wir aber diese Venturi-Düse mal auslegen, müssen wir das auf einem Betriebspunkt machen. Und um die 20%, um diesen Betriebspunkt herum, kann ich auch davon ausgehen, dass der Ableiter einigermaßen gut funktioniert. Aber wenn die Kondensatmenge dann also weniger ist als diese 20%, geht der Dampfverlust in Kilogramm pro Stunde los, weil es ja durch die Düse durchgeht. Man auf unserer Homepage können Sie auch das CalculQuick-Programm benutzen, um mal zu sehen, was 1 mm Bohrung für einen Dampfverlust erzeugt bei Ihrem Betriebsdruck. Dann landen Sie schnell bei diesen Zahlen. Wenn wir wieder in den größeren Bereich kommen und über diese 25% wegkommen, sieht man hier, dass der anfängt zu stauen. Dann kann er nicht die Kondensatmenge durch die Bohrung durchbekommen und schleust das nicht aus. Aber sagen wir mal, wir haben den ausgelegt auf 20%, vielleicht so auf 20 Kilogramm pro Stunde. Auf Anfahrprozesse sind ja dabei zu berücksichtigen, die man machen muss. Dann haben wir auf unserem Dampfverlustprüfstand, die man untersucht, bei verschiedenen Betriebsdrücken, bei 10 Bar, 5 Bar, bei 2 Bar. Und sehen, bei 2 Bar ist das Ganze in der Kondensatmenge noch moderat. Der Dampfverlust ist relativ gering, wenn wir die Menge hier bis 10 Kilogramm betrachten. Und bei den höheren Drücken wird dann schon der Dampfverlust ein bisschen mehr im unteren Bereich. Im oberen Bereich geht das gegen Null. Dann ist da also wirklich, hier kann man schon sagen, diesen Dampfverlust, den kann man schon kaum noch messen, 1 Kilogramm pro Stunde. In der Praxis ist eben je nach Druck und Anfall einer Kondensatmenge mit den permanenten Frischdampfverlusten zu rechnen. Der im Bereich von 1 bis 2%
1 bis 6 Kilogramm oder auch höher zu rechnen. Und das geht dann wieder sofort ins Geld, natürlich, wenn man solche Dampfverluste akzeptiert, weil man nicht dem Düsenableiter die Kondensatmenge bietet, die er eigentlich verarbeiten soll. Und das ist also auch ein Gesichtspunkt, den wir nicht machen können. Wir müssen also sehen, dass wir unsere Dampfverluste in Geld umwandeln. Man muss noch eins dazu ehrlicherweise sagen, wenn Sie Ableiter haben, die in dem Bereich arbeiten und Ihr Kondensat in ein Kondensatsystem geben, wo Sie hinterher noch einen Entspanner haben und dann die Restenergie, die Dampfverluste wieder als Entspannungsdampf und Niederdruckdampfnetz verwenden, dann müssen wir wieder neu rechnen. Aber man merkt schon oft bei Kunden, dass sie echt Probleme haben, Entspannungsdampf überhaupt noch sinnvoll einzusetzen. Im Kesselhaus geht das sehr gut, im Speisewasserentgaser, aber in den Betrieben Niederdruckdampfverbraucher zu finden, wo ich den ganzen Entspannungsdampf unterbringe, das wird dann schon schwieriger. Insofern ist das für mich eigentlich keine Alternative, sondern ich dränge darauf, dass wir die Dampfverluste vermeiden, um gar nicht erst in diese Problematik zu kommen, wo lasse ich denn meinen Entspannungsdampf? Also muss man sagen, bei den gesamten Betrachtung der Total Cost of Ownership ist es zu betrachten, die Anschaffungskosten, ganz klar. Dazu kommen die Dampfverluste, die er im Laufe seines Lebens macht. Kann er einen Kondensatstoff verursachen? Mir geht es auch um die Anlagensicherheit, dass ich also dort keine thermische Spannung habe, dass ich also auch mein Produkt richtig beheize, nicht, dass es irgendwie verkalkt oder verhärtet und ich gar nicht mehr richtig die Wärmetäuscher einsetzen kann. Der Betriebszustand, wenn ich einen Ableiter austauschen muss, weil er blockiert ist durch Schmutz oder durch andere Sachen, habe ich eine schlechte Produktqualität, was richtig ins Geld gehen kann. Ich muss, wenn ich Dampfverluste habe, sagen, ich muss mehr Brennstoffkosten aufwenden, ja, weil ich mehr Dampf erzeugen muss. Ich habe Zusatzwasserkosten, weil mir der Dampf ja auch dann über den Kondensattank meistens verloren geht. Ich muss mehr Chemie einsetzen. Ich habe CO2-Emissionen, den Brennwertverbrauch natürlich auch erhöht. Ich habe dann, wenn ich einen Ableiter habe, der immer so ein bisschen mit Dampfverlust zu tun hat, Verschleiß, viel mehr Verschleiß am Sitz, gerade wie bei thermodynamischen Ableitern, durch die Zwei-Phasen-Strömung, die entsteht. Ich kann Korrosion durch erhöhte Strömungsgeschwindigkeit im Kondensatsystem bekommen. Ich habe durch mehr Dampfverluste und mehr Entspannungsdampf in dem System auch Gegendruck im Kondensatsystem. Das beeinflusst wieder die Ableiter, die an sich vernünftig arbeiten, weil sie ihren Differenzdruck nicht mehr ganz bekommen. Das kann also auch zum einen Schaden führen, also finanziellen Schaden immer. Ich habe die Wasserschläge. Dadurch habe ich auch sogar mein Betriebspersonal teilweise gefährdet, wenn ich also jetzt viel Dampfverluste habe, die irgendwo auf einen Ableiter treffen, der unterkühlt ableitet und dort kommt es permanent zu Schlägen. Sie natürlich mit mehr Dampf auch stärker in ihrer Wirkung. Das muss berücksichtigt werden. Und ich muss, wenn ich so einen Verschleiß habe, auch einen früheren Austausch von Kondensatableitern angehen und habe dadurch gewisse Servicekosten, die dann entstehen. Wie gesagt, blockierter Ableiter. Wir wollen eigentlich sagen, ich bin hier immer in meinen Seminaren der Ansicht, man muss einen Ableiter einmal im Jahr warten. Das heißt, ich bin Freund davon, einmal im Jahr das Schmutzsieb zu reinigen oder den Schwimmerableiter einmal zu reinigen, damit er gar nicht erst blockieren kann oder auch nicht einen Verschleiß am Sitz hat so sehr. Denn die Gefahr durch erhöhte Erosion, Strömungsgeschwindigkeit etc. oder blockierte Ableiter, die nicht richtig den Dampfleiter entwässern, die auf die Dampfturbine gehen und die Schaufeln dort gefährden durch Einschlagen von Wassertröpfchen mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, kann also schon sehr gefährliche Folgekosten zur Ursache haben, die man beseitigen sollte. Und das hatten wir besprochen. Die Kosten durch Dampfverluste sind zu vermeiden. Es kann auch mal führen, dass also wirklich bei Lastspitzen defekte Ableiter dann den Dampfkessel nicht mehr ausreichend mit Dampf versorgen kann. Hatte ich gerade im letzten Jahr bei einer Wäscherei, wo der Kessel 1,5 Tonnen machte und war immer an der Leistungsgrenze, bis man dann ein paar Sachen, da war es auch ein Entspanner, der nicht richtig arbeitete, den haben wir dann zugeschaltet, dann wurde es wieder langsam besser. Aber es gab in den Spitzenlasten, wenn also morgens um 7 alle in Gang sind, alle mangeln, alle Waschmaschine laufen, dass denn der Dampfverbrauch nicht so hoch war, dass der Dampfkessel nicht hinterherkam.
Und auch das bedeutet Verschleiß beim Dampfkessel. Wenn er im Druck sinkt, arbeitet er mehr. Die Spannung auf den ganzen Zugangraum wäre mehr. Also das sind alles so Sachen, die im Hintergrund laufen. Und Wasserchemie und der, was uns auch mehr zu machen und zu schaffen wird in Zukunft, ist der CO2-Ausstoß eines Systems. Und wenn ich durch erhöhten Dampfverbrauch erhöhten CO2-Ausstoß habe, dann wird mir das auch nicht gefallen, weil da wird die Steuern drauf kommen, dass wir dort was bezahlen müssen. Gut, das haben wir gesagt, dass wir das damals quasi nochmal eine Wiederholung von dem, was wir eben schon erwähnt haben, dass wir das gucken, darauf achten sollten. Jetzt haben die meisten Firmen ja nicht hunderte von Ableitern, vielleicht auch 50 oder nur 20, aber deswegen ist diese Karte auch mal ganz schön, dass wir uns mal wieder Gedanken darüber machen, was heißt das eigentlich insgesamt, wenn ich keine Wartung durchführe und mit meinem Auto eben 5 Jahre fahre, ohne Werkstatt zu sein. Der TÜV wird es mir wahrscheinlich voll aus dem Programm ziehen, aber wenn ich mal irgendwo liegen bleibe, habe einen Termin und das liegt an langer Wartung, ist das doppelt ärgerlich, wenn mir ein Auftrag verloren geht. Genauso bei Kondensatableitern. Ein einzelner Kondensatableiter, der 3 Kilogramm Dampfverlust hat pro Stunde, das ist so eine Größenordnung, 3 Kilogramm, wo wir auch sagen können, da können wir gleich mit dem Ultraschallsystem, was ich Ihnen vorstellen möchte, sicher erkennen, ein Ableiter hat Dampfverluste, geht so bei 2 Kilogramm Lust, dass man das sicher sagen kann. 3 Kilogramm ist also so ein Wert, wo wir auf jeden Fall wissen, hier müssen wir was tun. Dieser Betrieb ist also wieder Großindustrie, Chemie oder Raffinerie, hat einen geringen Dampfpreis von 120 Euro pro Tonne, arbeitet aber 24/7, das heißt also rund um die Uhr, 360 Tage am Jahr, 24 Stunden. Und wenn ich das mal in Zahlen packe und das zusammenrechne, kommt ein einzelner Ableiter auf 26 Tonnen, bei dem Preis sind es 518 Euro im Ableiter, die er dort an Energie verbraucht. Mache ich die nächsten Jahre nichts, sind es eben pro Jahr eine Steigerung um 518 Euro. Das kommt hierbei zustande. Dann muss man auch noch immer erwähnen, wie viele Ableiter fallen denn so aus bei den Untersuchen, wenn wir zu Kunden fahren mit dem Messsystem oder auch unsere Partner, die diese Messungen durchführen bei ihren Kunden, stellen Sie fest, wenn ein Kunde noch nie eine Wartung bestellt hatte oder eine Überprüfung der Ableiter, liegt man so nach 3 Jahren bei 15-20% der Kondensatableiter in Regel, die nicht mehr einwandfrei in Ordnung sind und Dampfverluste haben. Bei jährlicher Überprüfung, wenn ich jährlich durchgehe, liege ich so zwischen 8-10% an defekten Ableitern. Jetzt kann man sagen, gut, ja, 518 Euro, dafür komme ich nicht aus der Ecke, Werkstatt zu bestellen, ist teuer, das machen wir nicht. Schauen wir uns das Gleiche nochmal an als Beispiel für einen Betrieb der kleinen und mittleren Industrie. Dampfkessel ist ein Großwasserraumdampfkessel mit einem entsprechenden Brenner davor. Und da liegen wir heute tatsächlich bei 45 Euro. Kann sich auch jeder selbst ausrechnen. Wir brauchen ungefähr so 670 Kilowattstunden für eine Tonne Dampf. Mit Economizer am Dampfkessel schon gesehen beim Wirkungsgrad von ungefähr 93-94% des Brenners. Der Rest ist Abgasverluste. Kann man sich überlegen, Sie müssen mal nachfragen, was der Brennstoff bei Ihnen kostet, das Gas. Da liegen wir also im privaten Bereich liegen wir im Augenblick bei 8 Cent pro Kilowattstunde und im gewerblichen Bereich eher so bei 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde und 670 mal 6, da kommen wir locker auf unsere 45 Euro mit den Abschreibungskosten, mit den Personalkosten, mit der Wasserchemie landen wir dort. Dieser Betrieb arbeitet eben nur 16 Stunden am Tag an 250 Tagen im Jahr, das sind 4000 Stunden und was passiert? 12 Tonnen Dampfverlust, so wie eben auch 3 Kilogramm. In diesem ist weniger als eben, was hatten wir eben für einen Dampfverlust bei einem Ableiter? Da lagen wir bei 26 Tonnen. Hier in diesem Beispiel aufgrund der geringeren Laufzeit der Anlage nur bei 12 Tonnen. Aber bei dem Preis wiederum landen wir wieder bei 500 Euro, 540 Euro in diesem Fall sogar. Man sieht also, das sind die Kosten, die wir gar nicht haben. Haben wir 500 Ableiter installiert, gehen von 10% defekten Ableitern pro Jahr aus, ist das in einem Jahr 27.000 Euro, die wir dort aufwenden für den Dampfverlust. Das ist Geld, das dürfen wir nicht ausgeben. Ich habe eine Aufzeichnung, die Aufzeichnung gibt es auch noch im Nachhinein. Wird gerade gefragt. Die lege ich gleich noch irgendwo hin, die auch die vom letzten Mal, Herr Müller. Das werde ich nochmal nachverfolgen.
Freut mich, wenn da Interesse dran besteht. Das ist schon mal gut. So, gucken wir uns mal an, was das heißt bei der jährlichen Überwachung. Und wir schauen uns zwei Beispiele an. Einmal einen Kunden, der eben seine Anlage nicht regelmäßig überprüft, was das bedeutet. Wir haben einen Verschleiß, wir haben schmale Ventilsitze, sehr enge Querschnitte. Wir haben dort einen Differenzdruck. Wir haben ein Zwei-Phasen-Gemisch teilweise anliegen. Und gerade Magnetit ist eine Sache, die tritt nur auf, wenn wir schlechten pH-Wertmessung machen im Kesselhaus. Quasi ist gut, aber der Kunde fährt seine Anlage an und ab. Das heißt also, das Material arbeitet stark in den Rohrleitungen, aber Magnetit arbeitet nicht mit. Es löst sich dann wieder und dieses schwarze Zeug ist fast in jedem Spritzfänger zu finden eines Ableiters. Und deswegen haben wir dort auch die Gefahr, dass wir die Dampfverluste haben und wo wir gegen angehen müssen. Blockierte Ableiter, schmutzige Verstopf führen, können zu gefährlichen Betriebssituationen führen, wenn die Produktion deswegen steht, dann wird es richtig teuer, das Ganze. Schauen wir uns mal an, unser Kunde macht keine Wartung, sagt, nee, zu teuer, Fremdfirmen einlassen, darf ich nicht, etc. In diesem sehr mittelgroßen Betrieb mit 3000 Kondensatableitern haben wir einen mittleren Defekt bei den defekten Ableitern von 2,5 Stück. Das sind eben aber hier in diesem Fall eben meine 30%, das sind 1000 Ableiter, 10% pro Jahr, bei 3 Jahren sagen wir mal bei 30 sind wir dann ungefähr. Betriebszeit ist eben 330 Tage, 24 Stunden. Die Dampfkosten liegen bei 25 Euro, Speisewasserkosten bei 3 Euro in diesem Betrieb. Dann kann man das Ganze eben zusammenrechnen, kommt auf Dampfverluste von 495 Euro. Und das Speisewasser, was wir ergänzen muss, der Dampf ist ja meist überdacht weg, liegt bei 29.700 Euro. Gesamtsumme ist 500.000. 524.700 Euro, die dieser Kunde an Energieverlust hat. Das wird keiner mehr tragen, das wird keiner mehr mitmachen. Da wird man gegen angehen müssen und wir müssen uns überlegen, was wir machen. Bestellen wir eine Wartung und bestellen eine Firma, die uns die Ableiter durchmisst. Ungefähr so 5 bis 10 Euro pro Ableiter wird dort genommen. Oder ich schaffe es mir selbst an, bei der Größenordnung von 3000 Ableitern ist es schon sinnvoll, sich das Gerät selbst anzuschaffen. Dieses Ultraschallmessgerät liegt als computerunterstütztes System in der Nicht-Ex-Ausführung irgendwo so bei 12.000 Euro, in der Ex-Ausführung bei 16.000, 17.000 Euro. Preis habe ich gar nicht genau im Kopf, muss ich in diesem Augenblick leider gestehen. Aber schauen wir es mal an. Der braucht also für jeden Ableiter ungefähr 2 Minuten. Bei der Erstbegehung vielleicht ein bisschen länger, aber dann beim zweiten Mal hat er seinen Ablauf drin, er hat die Listen alle fertig, dann liegen wir bei 2 Minuten, davon gehen wir mal aus. Er überprüft 3000 Ableiter, hat 10%, die er als defekt findet, die wird er auch reparieren lassen, da kostet eben ein neuer Regler vielleicht 120 Euro beim thermischen Ableiter, Schwimmableiter ein bisschen teurer. Reparaturzeit pro Ableiter habe ich mal mit 30 Minuten angesetzt. Die thermischen Ableiter gehen relativ schnell zu öffnen, die haben ja auch eine Holographie-Dichtung drin, die brauchen wir auch nicht austauschen. Also wenn man sauber den Deckel anlegt, kann man eine neue Membrane aufklicken, neuen Sitz vielleicht einschrauben und schon ist die Reparatur fertig. Das dauert noch nicht mal 30 Minuten. Lohnkosten liegen bei 90 Euro pro Stunde. Wir brauchen 100 Stunden für die Überprüfung. Wir brauchen 150 Stunden für die Reparatur. Das sind 22.500 Euro, die wir dort verbrauchen werden. Wir müssen die Ersatzteile kaufen, 300 Ableiter mal 120, liegen wir bei 36.000 Euro. Wir haben also in diesem Betrieb einen Aufwand von 58.500 Euro und das ist auch eine Stange Geld, aber ich habe dafür eben auch keine Dampfverluste, die wir haben. Was kommt als Fazit eigentlich dabei raus, wenn ich diese beiden Betriebe vergleiche? Der Betrieb ohne Wartung, der Betrieb mit Wartung. Was ergibt das dann in Zahlen wiederum? Wenn wir das mal anschauen, dann liegen wir bei dem Betrieb ohne Wartung bei 524.000 Euro, bei dem Betrieb mit Wartung wieder bei 60.000 Euro. Das heißt, in 1,3 Monaten hat sich das Ganze amortisiert, wenn ich eine Wartung durchführen lasse. Und da ist eigentlich logisch, was man macht. Man bestellt eine Wartung und lässt das durchführen, damit man weiß, ich habe nicht die immensen Dampfverluste dabei. Mit welchem System machen wir das? Dieses Trap-Test VKP, hier steht nach 41 Plus, das ist so eine Ausführung, die wir letztes Jahr verkauft haben. Wir haben das Gerät weiterentwickelt, wir sind jetzt bei VKP 42, aber ich habe noch nicht die neuen Bilder, konnte deswegen das noch nicht neu einpflegen.
Die werden gerade noch gemacht, die Bilder von unserem Fotografen hier. Ist auch ein externer Dienstleister. Wir haben also ein Computersystem, wo wir unsere Anlage einmal auflisten. Wir müssen Tabelle erstellen, in welchem Anlagenteil, an welchen Anlagenort, mit welcher Anlagennummer sitzt der Ableiter. Man sollte noch ein paar, da müssen wir angeben natürlich, welcher Typ Ableiter es ist und an welcher Einsatzstelle es ist. Entweder eine Dampfleitung, macht dann eine Begleitleitung oder einen Wärmetauscher. Dann kann ich noch Zusatzdaten eingeben, wie welcher Hersteller, wann ist er eingebaut worden. Kann ich mit eingeben, kann auch eine Ersatzteilnummer gleich in dem System mit einpflegen, sodass ich die Daten alle vorrätig habe. Also es ist eine Datenbank, die man eigentlich über alle seine Produkte ja über Schieber, Pumpen, Regelventile auch hat, also auch für die Kondensatableiter hat. So erzeugt man mal einmal diese Grundliste, stellt dann einen Prüfungsauftrag, den übersteht man an den Datensammler und dann schickt man einen Kollegen, der überhaupt nicht viel Verständnis von der ganzen Situation haben muss. Er muss nur wissen, er muss lesen können. Er muss hier lesen können, welchen Ableiter habe ich zu prüfen, muss den Messwertaufnehmer anhalten, muss die Prüfung durchführen, am Bildschirm kontrollieren, dass das erfolgreich war und geht zum nächsten Ableiter. Das dauert also pro Ableiter ungefähr 2 Minuten und dann hat man das Ganze durchgeführt. Er sammelt am Tag so zwischen 300 und 500 Ableiter, schafft er hier mit dem Messsystem vielleicht auch nur 200, ist auch ganz wurscht, aber er muss eben durch die Anlage laufen. Es ist eine Abnahme von außen und wir messen ein Schallgeräusch, und zwar ein Ultraschallgeräusch. Jede Bohrung, die irgendwo eine Düse darstellt und wo ein Medium durchfließt, erzeugt ein Schallgeräusch im Ultraschallbereich. Also für das menschliche Ohr gar nicht zu hören, aber durch das Piezo-Element in dem Messwertaufnehmer können wir es umwandeln in ein Signal und das auswerten. Ist der Ableiter geschlossen, macht er keine Geräusche, ist alles in Ordnung, der Ableiter ist leise und sofort sauberes Signal, er ist die Messspitze vorne, hat noch einen Temperaturfühler mit drin und kann also auch messen, ist er auf Betriebstemperatur, beziehungsweise erkennt dadurch auch blockierte Ableiter, die er dann auch im System mit aufnimmt. Ableiter geschlossen, wunderbar, kann ich gleich nach 10 Sekunden zum nächsten Ableiter gehen. Ist der Ableiter geöffnet, schleust Kondensat aus, strömt das Kondensat als Flüssigkeit relativ langsam über den Sitz und auch das ergibt ein geringes Ultraschallsignal, was wir ermitteln können. Ist der Ableiter undicht, lässt er so ungefähr so bei 3 Kilogramm, 2 Kilogramm geht es los, da kann man schon gut messen, bei 3 Kilogramm absolut sicher, ist das Ultraschallgeräusch so hoch, dass wir daraus eine Auswertung machen können. Natürlich sind dadurch auch Grenzen gegeben. Eine Ultraschallmessung kann ich nicht bei Ableitern machen, die unter großem Kondensateinsatz stehen, weil so viel Entspannungsdampf entsteht dabei. Und zum Beispiel ein Schwimmerkondensatableiter muss ich so messen, dass ich dann den Bypass öffne und das Kondensat über den Bypass ziehe, um zu sehen, ob der Ableiter dann, wenn er nur mit Dampf beauftragt ist, auch leise ist, dann kann ich auch einen Schwimmerableiter mit prüfen. Gebaut ist es aber eben für Begleitheizung, für Dampfleitungsentwässerung, für da, wo die Mehrzahl aller Ableiter quasi installiert sind. Dafür ist es hergestellt. Noch ein kleiner Knackpunkt ist da drin, in einem Kraftwerk haben wir sehr hohe Drücke, haben wir oft auch Druckminderer, haben wir Pumpen stehen, die sehr eng verbaut sind. Dort kann es zu einem Fremdstahlgeräusch kommen. Aber auch das ermittelt das System, denn Fremdstahl ist in allen Anlagenteilen drin, auch an großen Querschnitten, also an jeder Rohrleitung, die irgendwo verbaut ist. Das kann ich gut erkennen. Dort ein Fremdstahl, können wir die Messung auch nicht sauber definieren, was dabei passiert. Aber schauen wir uns das mal eben an. Und was dabei passiert. Also wir haben einen Ableiter geprüft. Dort haben wir also hier ein Diagramm. Hier haben wir mal 3 aufgeführt. Wir haben hier eine Zeitachse, 10 oder 20 Sekunden. Und hier ein relatives Schallgeräusch. Jeder Ableiter in seiner Bauart hat einen gesamten Grundlastgeräusch, den Schwellwert. Das ist die rote Linie hier. Und er hat auch eine Entlast. Der Schwellwert ist hier unten, die Linie, die hier unten gezeigt wird. Das ist 5% vom relativen Schall. Unterschreiten wir diesen Schwellwert, heißt das für uns, dieser Ableiter ist geschlossen. In dem ersten Beispiel hat der Ableiter eben eine Kurve, die ist hier unten, die läuft da längs und dazwischen, der hat 20 Sekunden gemessen. Sollte innerhalb der ersten 10 Sekunden schon einmal die Schallgeräusch unterm Schwellwert sein, kann die Messung nach 10 Sekunden abgebrochen werden, weil eindeutig ist der Ableiter geschlossen. Ein geschlossener Ableiter kann keine Dampfverluste haben, sondern immer Dauerdampfverluste. Ist die Geräuschkurve
nicht in den ersten 10 Sekunden unter dem Schwellwert, messen wir 20 Sekunden, um eine Auswertekraft zu haben. Und wie sieht das Ganze aus, wenn der Ablauf defekt ist, habe ich auch nochmal mit reingenommen. Da sehen wir hier um den Schwellwert, da die Geräuschpegel als für diesen Typ Ableiter, in diesem Fall ist es also ein Bimetall-Ableiter, wir sind bei 15, Membran liegt bei 30, Entschuldigung, in der Größenordnung. Und hier sehen wir, die Messkurve ist weit oberhalb der roten Kurve und damit ist dieser Ableiter, wenn kein Fremdschlag vorliegt, wird er als defekt eingestuft in die Liste rein. Diese Daten werden natürlich gesammelt, auch über Jahre gesammelt. Man kann also auch sehr gut Tendenzen erkennen. Man kann also im Ausdruck auch jeden Ableiter mal über die Jahre betrachten, ob er sich, ob das ein Ausreißer ist, was ich gerade gesehen habe, oder ob der Ableiter temporär nur mal einen höheren Ausschlag hat und sonst gar nicht hatte. Das ist also auch durchaus machbar. Die Listen liegen dann vor. Ich habe die Auswertung drin, dass ich meine ganze Anlage betrachten kann, die gemessenen Ableiter, wie viel war in Ordnung, wie viel waren blockiert, wie viel hatten Dampfverlust, wie groß ist der Dampfverlust, werden wir natürlich auch noch in der zweiten Folie dann machen, wie viel waren kalt und etc. Leider ist die Folie bei diesem neuen System sehr klein. Ich habe schon Schwierigkeiten, meinen eigenen Inhalt zu lesen. Ich hoffe, Sie können die Liste halbwegs erkennen. Und was das Gute an dieser Auswertung auch ist, ich kann mich nach meiner, wenn ich meine Gesamtanlage unterteilt habe, im Bereich kann ich sehen, in welchem Bereich habe ich mehr Dampfverluste, wo weniger, habe ich irgendwo mehr Magnetitprobleme als in anderen Bereichen. Ich kann das nach Hersteller unterscheiden und sagen, dieser Hersteller hat aber sehr wenig Ausfälle gehabt in den letzten 2-3 Jahren. Ein anderer Hersteller wiederum fällt auf, dass sehr viele seiner Ableiter zu Ausfällen neigen. Also kann ich auch da mal eine Bewertung machen, welcher ist gut. Dann kann ich die Typen unterscheiden, auch filtern nach Bimetall, Membran, Schwimmer, Glockenschwimmer, thermodynamisch. Wie sehen die eigentlich im Einzelfall aus? Kann ich unterscheiden? Kann mir dadurch ein Urteil bilden, welcher Ableiter ist für meinen Betrieb besser geeignet, als ich vorher hatte? Also bietet auch dieses Messsystem auch hinterher noch schöne Auswertemöglichkeiten. Ich kann, wenn ich meinen Dampfpreis eingepflegt habe, mir ermitteln lassen, bei der diesjährigen Messung, wie viele Dampfverluste habe ich, muss ich mehr tun für meine Ableiter, übersteigt das dem letzten Jahr, wie viel CO2-Ausstoß habe ich, was geht mir da an Geld verloren, welche Kosten versuche ich damit, also das kann ich auch alles berechnen, mit damit reinstellen und machen. Ich kann die Reparaturliste auslösen und auswerten lassen, kann die gleich an die Werkstatt übermitteln, da ist auch der Einbauort drin und wenn man eben noch Zusatzdaten mit drin hat, kann ich im Kommentar auch einwägen, welchen Reparatursatz der Kollege Schlosser mitnehmen muss, wenn er zur Reparatur fährt, um das auszutauschen, gerade bei Schwimmerableitern ja, welche Regelgarnitur mit welchem Abschlussorgan muss er mitnehmen oder beim Membranableiter ist es die kleine Version mit dem Tandemsitz oder Flachsitz oder welchen Bimetallregler muss ich mitnehmen, wie viel, das wird alles mit angezeigt und wird also damit ausgewertet. Ich denke mal, dass wir damit ein System jetzt haben, dass wir, ja, ich habe glaube ich vor 25 Jahren mit dem ersten Gerät mal die erste Messung durchgeführt und es ist immer mehr Wissen eingeflossen, sodass wir jetzt wirklich bei der, glaube ich, so 20, 30, 40, 41, 42. Es müsste jetzt schon langsam die 5. Version sein. Und dagegen gibt es ja auch noch unser kleines Handmessgerät, das VKP10 immer noch, das also keine Auswertung erlaubt, sondern da kann ich nur am Ableiter selbst eben die Messung durchführen. Kriege ich einen Pegelausschlag, muss das selbst bewerten. Das ist eben für kleinere Betriebe gedacht, wo man seine Ableiter quasi noch mit Vornamen kennt und weiß, was er machen müsste und den Ausschlag auch gleich beurteilen kann als Messer. Bei dem Treptest VKP 42, wie es jetzt ja heißt, ist es so, dass wir da keine Kenntnisse brauchen, sondern dass das automatisch alles ausgewertet wird. Wir sind damit also auf dem weiten Stand der Technik und seit 1902 ist im Gestar dieser Spezialist für Dampfsysteme und dort ist es so, dass wir wirklich unsere Erfahrung reingebracht haben in unser Dampf-Know-how und damit auch die Überwachung der Ableiter als immer entscheidender, immer wichtiger ansehen. Und bei den Energiepreisen, die ja wirklich durch die Decke gehen, quasi 60% mehr als im letzten Jahr für den Privatverbraucher, muss man wirklich überlegen, ich muss das einfach die Überprüfung machen. Bestellen Sie einen Service, sprechen Sie mit Ihrem Dienstleister, sprechen Sie mit Ihrem technischen Service,
was machen wir, wie machen wir es, schreiben Sie uns gerne an, wenn Sie da eine Adresse brauchen oder ob Sie einen Gestra-Monteur bestellen wollen zur Überwachung der Ableiter. Das wird also wunderbar laufen. Ich bedanke mich. Wir haben genau fast eine Punktladung geschafft heute mit 44 Minuten. Ich habe, es war kurzweilig genug und habe auch noch mal hier und da noch mal wieder aufgerüttelt, was zu machen. Vielen Dank dafür, dass Sie die Zeit genommen haben. Und nächsten Dienstag geht es ja noch mal mit anlagentechnischen Behältern. Was müssen wir beim Speisewasser bedachten, dass wir nicht Sauerstoff bekommen. Vielen Dank für Ihre Danksagung. Und dass wir dort also auch alles richtig machen und den Entgaser kostengünstig fahren, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und auch den Entspanner nochmal betrachten, ist bei mir ein Entspanner sinnvoll, kann ich damit noch wieder Geld rein. Und das ist nächste Woche unser Thema. Da weiß ich aber nicht, ob Herr Böttcher das macht oder ob ich das mache, je nachdem, wer gerade Zeit dafür hat. Aber es sind immer noch keine Präsenzveranstaltungen bei uns im Hause. Die werden wir erst im März wieder anfangen. Und dann geht auch der normale Seminarbetrieb hier wieder los. Und so lange werden wir uns halt auf dem im Webinar treffen, wo nur einer was erzählt. Und leider dann bei so vielen Leuten, wir haben die Mikrofone zugestellt, was leider immer wieder war, dass doch irgendwo Telefone klingelten, die Leute vergessen haben, Mikrofon abzuschalten. Seien Sie böse darum. Ich hätte auch lieber offene Kanäle, wo man sich besser austauschen kann. Vielen Dank dafür und wir sehen uns eine Woche wieder mit der Präsentation und wie Sie da rankommen, das werde ich klären und werde mich dann dort nochmal an Sie wenden über den Chatraum. Die Aufzeichnung wird gleich im Chat reingestellt sein, da kann man die schon mal abrufen und da finden Sie die auf jeden Fall. Gut, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen eine schöne Woche und freue mich auf nächsten Dienstag. Bis dann, jo! Tschüss. Präsentation, Aufzeichnung beenden. Jawohl.